Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Hauptmenü. Ja, okay, eigentlich nicht. Nein, es geht weiter mit The Brunia, The Complete Journey. Und ja, wie gesagt, ich rede jetzt einfach mal nicht lange. Ich fange einfach mal an. Indem wir mal, ja, die Wasserspiele mal wieder machen. Also, wir haben energiereiches Wasser. Und wir schauen nochmal kurz in unser Rezept. Ja. Wir brauchen klares Wasser und belebendes Wasser. Gut, wo wir das kriegen, werden wir jetzt halt herausfinden. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich kann mir einfach auch keinen Reim drauf machen. Sie hat mich nicht vorgelassen. Sie hat mich... Okay. Also... Von irgendwo. Alles schon probiert. Das Einzige, was wirklich auf der Spritze steht. Also nur für die Blutentnahme. Ich glaube, wenn jetzt halt andere Leute mir zuschauen, ne, wie ich spiele, ich glaube, oh Gott. Irgendwas müssen wir mit dem Bürgermeister machen. Aber der Bürgermeister... So. Er wüsste damit nichts, er weiß ja nicht. Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich... Habe ich ihn überhaupt? Oder, oh Mann. Vielleicht fällt mir was und das... Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt... Bei mir ist es okay, ich bekleide ja kein Amt. Ich habe ihn nicht... Hab ich oder oh Mann. Also das klare Wasser würden wir. Keine Reaktion. Jetzt Wasser. Keine Reaktion. Jetzt Wasserquelle muss woanders. Keine Reaktion. Jetzt Wasser. Wenn ich eine Wasserquelle wäre, wäre ich bestimmt irgendwo in der Gasse. Will Polly dann eben nicht? Will Polly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Dann eben nicht. Gut, da bräuchten wir was zu essen. Hallo nochmal. Ah. Bis bald. Tschö. Gibt's irgendwas Essbares? Also hier werden wir nicht fündig. Mehr ist wohl nicht, reicht ja. Ah. Nur weil Toni mich aus... Irgendwo müssen doch was sein, was... Mehr ist wohl nicht, reicht ja auch. Also wir suchen eindeutig was Essbares. Was wir einem Papagei vielleicht füttern können. Polly hat ja Hunger. Irgendwas sagt mir, wenn Polly was zu essen hat,
würde er mir einen schönen Hinweis geben. Der uns weiterbringen würde. Ich glaube, wenn wirklich Leute zuschauen würden, wie ich Let's Playe. Eieiei. Halt sich jetzt in den Kopf. Bitte geh doch dahin. Warum läufst du daran vorbei? Nein. Oh. So, in Wenzelshütte brauchen wir nicht suchen. Im Rathaus brauchen wir auch nicht suchen. Ich glaube mal, vielleicht habe ich was. Naja, gut, ich meine, in Lonzos Kneipe muss doch irgendwas sein. Ich habe mich getäuscht. Die Anzeige zittert ein wenig. Kuwaks Trinkwasservorrat geht scheinbar nur knapp als Wasser durch. Fällt mir doch so ein Blödsinn doch ein gleich. Besser nicht. Ich kann alles schon gehabt. Der ist bereits offen. Die sitzt in der und auf Schnutzi. Es sieht aus wie Trinkwasser. Suche. Wo ist denn die Spalte für Hab schon? Vielen Dank für nichts, ihr Trottel. Da, ich seh's, und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Ha, ich glaube, das würde ich. Ich will mit Wenzels stinken. Ha, hilft uns auch nicht. Ich will mit Wenzel. Okay. Ich will mit Wenzel. Ja, du willst mit Wenzels stinkigen. Ich will mit Wenzels. Aber irgendwas muss man doch mit dem. Ich will mit Wenzel. Ja, du willst mit Wenzel schon wieder nicht. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Alles schon gehabt? Auch nicht. Das ist auch so schon ätzend genug. Das ist auch so gut. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Okay, der Trichter wird's auch nicht. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert. Kein Grund nachzujagen. Schade. Ein brillant platzierter Ballon reicht. Da gibt's auch nichts zu holen. Irgendwas haben wir noch übersehen, was sonst würden wir nicht hier sein.
Ich brauche da wenn nichts mehr im... Nein. Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes... Ich muss weg. Das aber du... Also ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen immer mehr was mit dem Bürgermeister tun. Ist die Frage nur was? Also die Spur führt immer zu ihm. Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich oder oh Mann. Ich habe ihn nicht, hab ich oder oh Mann. Ha, auch nicht. Ich habe ihn nicht hab ich oder oh Mann. Okay, irgendwas an der Tasche vielleicht. Ich habe ihn nicht, hab ich oder naja. Oh Mann. Naja, ist schon wieder kompliziert für dich. Oh, aber mein Fehler. Oh, aber Rufus, mein Fehler. Aber Rufus. Oh, aber mein. Okay. Das hilft auch nichts. Ich habe ihn nicht ge. Hab ich ihn. Oder. Oh Mann. Ich habe ihn. Hab. Oder. Oh Mann. Ich habe ihn nicht. Hab. Oder. Yeah. Oh Mann. Er wüsste damit nicht. Er weiß ja nicht. Naja, sie ist... Konzentriert, sie kann dir... Gizmo hat meine Philosophie zur Um- und dabei geht sie nur in eine Richtung. Gut, da hilft's uns auch nicht weiter. Sie hat mich... nicht einmal dem Vorschlag schenkt. Okay, das hilft uns auch nicht. Vielleicht will Lotti was sagen. Hallo, Lotti. Du schon? Ich verlass. Okay, da hilft uns auch nicht. Da müsste ich mal wirklich mal mit Lonzo wieder reden. Vielleicht fällt uns was soll ich was noch gleich? Sein. Es steht alles in dem Rezept. Besorgt die Sache. Ich bringe alles klar. Du wirst nicht. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramat. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Wegen der. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die... etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ich schaffe... Beeil, ich kann es kaum erwarten. Gottes Willen. Ich gehe dann Zutaten. Mach das. Lonzo versucht. Süß! Will Polly eine. Daneben nicht.
Okay, roter Vorhang hilft uns auch nicht. Will Polly ein... Daneben. Das auch nicht. Obwohl, der Vogel ist belebend. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug... auch nicht. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Schade, ein Wunder. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Betäubter Papagei. Ich quäle keinen. Und im Gegenzug hält. Ha, wir haben einen Papagei. Ich quäle und im Gegenzug. Oh, süß. Er redet im Schlaf. Ich quäle keinen und im Gegenzug. Ich habe ihn nicht gewählt, habe ich ihn, oder, oh Mann. Okay, wir haben einen Papageien. Was wird er mir bringen? Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Oh, wach soll ich sie machen. Damit kriege ich... Damit kriege ich... Ich quäle und ihm. Okay, er quält keine. Damit kriege ich die. Die Wünschelrute. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Gut, wie kriegt man jetzt einen Papagei wach, frage ich mich. Keine Reaktion. Jetzt Wasserquelle muss woanders. Wie kriege ich einen Vogel wieder wach? Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge. Hey, du! Junge. Was ich damit... Aber noch will ich die Katze... Ich habe das dumme Gefühl, ich weiß es. Sie hat mich nicht... Sie hat mich... Okay. Ich habe einen Vogel ausgenockt, aber ich weiß höchstwahrscheinlich... Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte... Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Ruf. So schon mal nicht. Toro! Ich quäle keinen und im... Okay, das hilft auch nicht. Und heute...
Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzelblut abnehmen. Das war ein Hinweis. Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre... Er wüsste damit nichts. Gizmo hat meine Philosophie und dabei geht. Die brauchen jetzt weiß ich, wie man ihn vielleicht wach kriegt. Die Glocke. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Nein. Handarbeit. Ich und im Gegen. Damit kriege ich die. Auf jeden Fall brauche ich schon mal eins. Lachgas. Der ist bereits ausgenommen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so, ich bin ja eh. Vielleicht tut das sich auf dem Baum gut. Hey, du! Junge, Junge, den... Gehen wir doch mal in Tonis Hütte. Da wird doch bestimmt ein Hinweis sein. Eieiei. Oder? Weil die Klingel... Die Klingel klingelt so schön. Vielleicht hiermit. Vielleicht hier... Vielleicht hiermit. Okay. Das Mauseloch? Nur weil Toni mich aus dem... Meine Sachen... Toni braucht kein weiteres Abschiedsgeschenk. Ich habe ihr schon meine Skorpion, wobei ich den Rahmen behalten habe. Gegenzug helfen sie bei meinen Experimenten. Vielleicht mal waschen. Das Trinkwasser ist so... Nicht nötig. Sie ist bereits voll... Okay, cool, geöffnet. Er hat seine Aufsichtspflicht sträflich vernachlässigt. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Hallo nochmal. Ah. Bis bald. Tschüss. Oha. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Kein Grund,
Oh, Toni könnte helfen. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Ja, den Vogel brauche ich dann also für Toni. Ob er es betäubt? Keine. Schon? Tu das. Ich muss weg. Aber du? Also gut, wir wissen schon mal, wo der Vogel hingehört. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir ihn aufgeweckt? Im Rathaus schon mal nicht. Hey, du! Junge, Junge! Wo ist es laut? Wo ist es laut? Kann ich den Sprengplan nochmal ändern? Okay, der war schon richtig. Obwohl, Lotti. Oh, die wird mir höchstwahrscheinlich überscheißen. Sie hat mich... Ich sagte! Das Postern! Ich sag's! Also Lotti... zum Totschreien hilft auch nicht. Es ist echt die Frage, wie weckt man jetzt so einen Vogel auf? Ich habe, was ich wollte. Der Rest kann ruhig im Grundwasser. Also wie wir sehen, kommen wir nicht wirklich viel weiter. Wir haben jetzt nur einen toten Vogel. Gibt's einen Hinweis? Neuen Plan schmieden? Okay, Goal wecken. Aha. Das gibt's doch gar nicht. Besser nicht. Alles schon gehabt. Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Das sitzt auch so schon fest. Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Oi, oi, oi. Sonst noch in die Notrufsäule, aber... Oh Gott, jetzt schlendert er mal eben so rüber. Also irgendwie werde ich gerade aus dem Bereich nicht schlau. Also irgendwie weiß ich, toten Vogel wecken. Toten Vogel wecken, sind wir bei der Beschwörung angekommen.
Hallo, ich habe ein Verbrechen. Hallo. Na toll. Aber kaum versenkt man... Ich probier's später. Ja, dann probieren wir es halt später. Ich habe lange... Jetzt heißt es nicht... Wofür ich alle... Dr. Gizmo... Was denn? Ich will... Ich höre... Ich empfehle Bett, also. Doch kein. Aus da- Danke fürs. Nicht wirklich. Wie kriegt man einen betäubten Papagei wieder wach? Bei welchen Sinn und Zweck hat der? Ich habe ihn nicht Hab ich ihn? Oder irgendwo, oh Mann. Aber Sie vergessen Sie das. Das schreit doch geradezu. Ja, das schreit nach einem raffinierten Mann. Ich habe ihn nicht Hab ja, ich. Ja. Oh Mann. Ganz schön kompliziert. Ich habe ihn. Hab. Oder. Oh Mann. Ich habe ihn nicht ab oder um. Auch nicht hilfreich. Auch nicht hilfreich. Oh, sie Irgendwas sollte doch von uns noch entflogen sein. Ich habe das. Schade, dass keine. Anderer Sa. Ein Wasseremblem. Ha! Ich schade. Anderer. Ha! Ich schade. Anderer. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Aha. Siehe da. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Ernsthaft? Energiereiches und klares Wasser? Ja! Okay, das klare Wasser ist tatsächlich klares Wasser. Okay. Wir haben das klare Wasser entdeckt. Jetzt seht du doch... Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Interessant. Gut, wir sind ein weiteres Geheimnis auf die Schliche gekommen. Unerwartet, dass ich das Wasser entdeckt habe. Raffiniertes Kerlchen, muss man sagen.
Gut, dann brauchen wir nur noch belebendes Wasser. Und ich glaube, Toni ist beliebt genug, aber wo kriege ich das her? Wo wir das noch herausfinden werden? Ja, auf jeden Fall nicht in dieser Folge. Ich glaube, ich muss mich dann nochmal etwas... Ich weiß nicht, ob ich mich da schlau machen müsste, wo man das belebende Wasser herbekommt. Auf jeden Fall sind wir der Sache ziemlich nahe dran. Was so ein bisschen experimentieren bringt. Also wir haben ein Papagei und klares Wasser entdeckt. Das ist fortschrittlich. Erst haben wir das energiereiche, jetzt haben wir das belebende, das klare und das belebende kommt noch. Das heißt, ich muss mal schauen, wie ich einen Papageien wie diesen wecke. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Weil Blut abnehmen. Ich quäle kann und im Ge- Ja, nämlich deswegen ist es der Grund, also energiereiches und klares Wasser. Wir brauchen nur noch das Belebende. Das wird ja wohl jetzt nicht so schwer sein. Au, jetzt habe ich blödes. Niemals. Und Toni. Die Werbung versucht mich. Lieber nicht. Au, blödes. Das muss nicht um. Au, blödes. Das ist schon mal keine zu. Ich finde, ich komme ganz gut. Ha. Gut. Naja. Fakt ist, die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar. Also, das. Würde mal sagen, wir haben vieles entdeckt. Ja, wir müssten mal schauen, wie wir an definitiv klares, also ein belebendes Wasser müssen wir jetzt noch rankommen. Aber da sind wir kurz davor. Ja, dorthin zu kommen. Ich weiß, da müssten wir an Toni ran. Zu. Und wie komme ich an Toni ran? Mit dem Vogel. Wie komme ich an den Vogel ran? Ja, ich wecke ihn auf. Und wie wecken wir ihn auf? Das auf jeden Fall sehen wir in der nächsten Folge von Deponia. Bis dahin. Tschüss.